Hi, heute zeige ich euch super leckere Köfte vom Grill zusammen mit einem türkischen Tzatziki und Sumak-Zwiebeln. Und wie ihr das alles macht, das seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr die Zutaten, die ich für meine Köfte mit dem türkischen Tzatziki und den Sumak-Zwiebeln brauchen werde. Das Rezept ist von meinem lieben Freund Metin Kalis. Metin hat ein Grill-Kochbuch geschrieben. Türkisch Grillen heißt es. Ich verlinke euch das sehr gerne unten in der Infobox. Schaut euch das gerne mal an, wenn euch die türkische oder osmanische Küche genauso begeistert wie mich auch. Ich war gerade eben beim türkischen Supermarkt meines Vertrauens und habe da Lammhack frisch wolfen lassen. Hier haben wir Rindergehacktes und zwar im Verhältnis das Ganze 2:1. Zwei Teile Rind, ein Teil Lamm. Dann haben wir hier guteten türkischen stichfesten Joghurt mit 10% Fett, dann haben wir oben noch ein bisschen Schmand. Wir brauchen natürlich, wie es immer so ist, einen ganzen Haufen an Gewürzen. Ich habe hier frisch gemörserte Fenchelsaat, dann haben wir hier ein bisschen Kumin. Mein Ding ist es nicht, aber es gehört nochmal ins Rezept unbedingt rein. Kreuzkümmel auch genannt. Dann haben wir hier ein bisschen Olivenöl, Zucker, Salz, Oregano, Dill, Blattpetersilie, Minze. Wir werden natürlich Knoblauch brauchen und natürlich empfehle ich euch da, nehmt frischen Knoblauch, der ist um einiges feiner im Geschmack. Dann haben wir hier noch Kurkuma, Sumak, und eine rote Zwiebel sowie eine Gurke und ein kleines Stückchen Holz. Da kommen wir gleich zu. Das sind jetzt erstmal, bis auf das Fladenbrot, das liegt jetzt noch bei der Seite, aber das könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Das sind alle Zutaten, die wir benötigen. Mein kleines Minimax habe ich schon vorgeheizt, dann würde ich sagen, wir legen los. Und zwar starten wir mit der Gurke, denn die soll geräuchert werden. Deswegen brauchen wir auch hier dieses kleine Holzstückchen. Ein Holzschank reicht da vollkommen. Bei der Gurke schneide ich jetzt einfach das vordere und das hintere Ende ab und dann wird die einfach der Länge nach einmal kurz aufgeschnitten. Und dann nehme ich mir einen Löffel und kratze das Kerngehäuse heraus. Da ist das meiste Wasser drin und das würde uns dann später unser Tzatziki nur verwässern. Das wollen wir natürlich nicht. So, wenn das Kerngehäuse raus ist, nehme ich mir einen Sparschäler und schäle damit gerade noch die Gurke. Weil wir wollen ja das dann gleich in das Tzatziki reinreiben und da ist die Haut immer so ein bisschen, die ist halt relativ fest, deswegen nehme ich die gerade weg. So, die Gurke ist fertig vorbereitet und die kommt jetzt zum Räuchern auf den Grill. So, mein Minimax ist auf 150 Grad eingeregelt und da legen wir jetzt den Holzchunk einfach gerade hier in die Glut hinein. Wir brauchen da nicht wirklich viel, deswegen reicht vollkommen einer aus. Und dann nehmen wir uns die Gurke, setzen die schön links und rechts auf den Grillrost und dann wird das Ganze jetzt geräuchert. Während die Gurke jetzt räuchert, kümmern wir uns schnell um die Sumak-Zwiebeln. Sumak-Zwiebeln sind eine super leckere Geschichte und zwar sind das rote Zwiebeln. Sumak, das ist die Frucht des Essigbaums, ist also leicht sauer. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Zitronensaft. Das heißt also, die roten Zwiebeln werden darin eingelegt. Wir lassen das auch eine Zeit lang ziehen, deswegen ist jetzt auch genau der richtige Moment. Das heißt, ich schnapp mir eine rote Zwiebel. Und diese rote Zwiebel schneiden wir jetzt in feine Scheibchen. So, wenn die Zwiebel fein ist, kommt sie hier in so eine Schale. So, darauf kommt dann ein guter Teelöffel, also das ist ein halber Esslöffel jetzt hier, ne, von dem Sumak. Das reicht vollkommen. Und dann habe ich jetzt hier die Zitrone. Die rolle ich jetzt gerade mal auf meinem Brett hin und her, damit sich der Saft besser löst. Und dann kommt der Saft einer halben Zitrone über die Zwiebeln drüber. Dann geben wir noch ein ganz klein wenig Zucker mit dran. Und jetzt wird das Ganze durchgerührt, dass der Zitronensaft auch überall dran kommt und das Sumak natürlich auch. So, und damit sind dann die Sumak-Zwiebeln schon fertig. Die kann ich jetzt beiseite stellen, dass der Zitronensaft schön in die Zwiebel einziehen kann. Das Ganze ist dann eine herrlich frische Geschichte, die eben nicht nur hervorragend zu Köfte passt, sondern eben halt auch zum Döner und so weiter, also zu sämtlichen türkischen Gerichten. Mit Hackfleisch empfiehlt sich das wirklich sehr, passt auch super geil zu Gyros, muss man ganz klar sagen. Also, das ist fertig, kann beiseite. So, die Gurken haben inzwischen genug geräuchert. Wie gesagt, bei 150 Grad haben wir sie geräuchert. Die nehmen wir jetzt runter vom Grill. Und lassen sie noch ein klein wenig abkühlen. In der Zwischenzeit rühren wir jetzt alles andere, was wir für unser türkisches Tzatziki brauchen, zusammen. Und zwar brauchen wir dafür auf jeden Fall eine Menge Knoblauch.
Ich habe hier so 4 kleine frische Knoblauchzehen. Wenn ihr normalen Knoblauch habt, also den normalen getrockneten, nehmt auf jeden Fall 2 Knoblauchzehen, das reicht vollkommen. Aber wenn wir jetzt hier den frischen haben, dann können wir da ruhig ein klein wenig mehr nehmen. Der ist so ein bisschen milder im Geschmack, absolut fein, richtig tolle Geschichte. So, wenn der Knoblauch dann fein gehackt ist, kommt er mit zu dem Schmand, den ich jetzt hier schon in der Schüssel habe. Mit dazu kommen 6 Esslöffel von dem türkischen Joghurt mit 10% Fett. Das ist der, wie gesagt, der stichfeste. Das sind jetzt große Esslöffel, also von daher das, was ich hier habe, das passt genau. Dann habe ich jetzt hier eine Reibe und damit werde ich jetzt die geräucherte Gurke reiben. Die ist inzwischen soweit abgekühlt, dass ich die mir nehmen kann. Und dann jagen wir die jetzt einfach hier durch diese grobe Reibe durch. So, haben wir jetzt hier die geriebene Gurke. Hier unten nochmal so ein paar Stücke, die nicht richtig reiben ließen. Die hacke ich jetzt gerade einfach mit dem Messer noch klein. Und dann kommt die geräucherte Gurke, die gerieben ist, mit an unser Tzatziki. Als nächstes kommen wir zum Kräutergarten. Und zwar habe ich jetzt hier frische Minze. Da zupfen wir einfach die Blätter runter. Und diese Blätter werden dann einfach von Hand klein gezupft. So, die klein gezupfte Minze kommt direkt mit an unser türkisches Tzatziki. Dann habe ich hier Dill. Auch da zupfen wir wieder die kleinen Ästchen ab sozusagen. Und das gleiche passiert dann mit der Petersilie ebenfalls. Wir zupfen einfach die Blätter runter, die Stiele brauchen wir nicht. Dill und Petersilie werden jetzt einfach mit einem Messer fein gehackt. Und dann kommt der Dill direkt mit hier dran. Die Petersilie schnappen wir uns, machen da so einen Knäuel draus und hacken das dann einfach fein durch. Und dann kommt die Petersilie ebenfalls mit hier dran. So, jetzt wird es mal Zeit, das Ganze schon mal ein bisschen glatt zu rühren. Das heißt, wir rühren also einmal kräftig um. Los geht es mit einer guten Prise Salz. Dann kommt eine gute Prise Zucker. Dann brauchen wir 2 Teelöffel Oregano. Dann 4 Esslöffel Olivenöl. So, dann brauchen wir einen Teelöffel Sumak. Ich habe hier einen Esslöffel, also nehmen wir einen halben Esslöffel. Sowie einen Viertel Esslöffel Kumin, also Kreuzkümmel. Sowie den Saft einer halben Zitrone. Auch da wieder gucken, dass er nach Möglichkeit Kerne, keine Kerne, sagte ich gerade noch. Am besten die Hand drunter halten. Ja, das funktioniert. Schaut, da sind sie. So, damit sind alle Zutaten für unser türkisches Tzatziki an Bord. Jetzt wird durchgerührt. So, dann wird das Ganze einmal kurz abgeschmeckt. Verträgt auf jeden Fall noch ein wenig Salz. So, nochmal schnell probiert. Alles klar. Das stellen wir jetzt beiseite und lassen das jetzt im Kühlschrank noch richtig schön durchziehen und kümmern uns als nächstes um die Köfte. Starten wir also mit der Zubereitung der Köfte. Hier habe ich mein gehacktes, und zwar das hier ist das Lammgehackte. Und hier haben wir das Rindergehackte. Ist ein bisschen dunkler. Das Ganze wird ordentlich gesalzen. Und auch ein klein wenig gezuckert. Dann habe ich hier frisch gemörserte Fenchelsaat. Und zwar ist das jetzt ein guter Teelöffel. Der kommt damit ran. Dann habe ich hier 3 Esslöffel Olivenöl. Die kommen mit rein. Dann brauchen wir einen halben Teelöffel Kurkuma, also Kreuzkümmel. Nochmal ganz kurz. Das hier ist Kumin, Kreuzkümmel. Das hier ist Kurkuma, falls ich mich da gerade versprochen haben sollte. Dann kommt ein guter Teelöffel Kurkuma damit dran. Damit haben wir die Gewürze schon drin. Jetzt geht es noch um die Kräuter, beziehungsweise natürlich auch um den Knoblauch. Ich habe jetzt hier frischen Knoblauch. Normalerweise bräuchtet ihr 2 schöne Knoblauchzehen. Ich habe jetzt hier frischen Knoblauch, deswegen nehme ich 4 von dem frischen Knoblauch. Wie gesagt, er ist im Geschmack etwas milder.
etwas feiner und von daher kann man dann auch ruhig ein klein wenig mehr nehmen. Schadet auf gar keinen Fall. So, und der feingehackte Knoblauch kommt mit an das Hackfleisch. Zu guter Letzt haben wir hier die Blattpetersilie. Da zupfe ich jetzt gerade wieder die einzelnen Blätter runter, denn wir wollen nicht die Stiele haben. So, wenn die Blätter alle runtergezupft sind, machen wir die uns wieder zu einem Knäuel. Ausgesetzt, der Wind pustet uns hier nicht alles weg. Und dann werden die Blätter mit einem Messer gehackt. So, Blattpetersilie ist fertig gehackt. Die gibt dem Ganzen eine herrliche Frische. Damit habe ich jetzt alle Zutaten für die Köfte beisammen und jetzt wird das Ganze mit den Händen natürlich schön durchgeknetet. Wie immer natürlich ist die Schale fast zu klein, aber auch nur fast. So, damit ist die Köftemasse fertig. Die lasse ich jetzt noch kurz durchziehen, mache hier klar Schiff und dann geht es gleich weiter. So, geht es also als nächstes darum, dass wir die Köfte auf die Metallspieße bekommen. Dafür nehme ich mir jetzt immer jeweils ein gutes Stück von der Hackmasse. Und forme da eine Wurst draus. Und wenn ich dann die Wurst da habe, dann schnappe ich mir den Metallspieß, gehe hier mittig durch diese Wurst durch. So. Drück das noch gleichmäßig an. Und damit ist dann mein erster Fleischspieß schon fertig. So, die Köfte ist fertig aufgespießt und die kommen jetzt auf den Grill. Das Eck ist schön heiß, knapp 300 Grad. Wir machen mal auf. Und dann nehme ich mir die Spieße und hänge sie hier über die Glut. So, das Fleisch selber berührt jetzt den Grillrost gar nicht. Ich habe den nur zu Sicherheitszwecken darunter, für den Fall, dass das Fleisch der Schwerkraft folgen sollte, dass es nicht in die Kohle fällt. Aber die Spieße hängen jetzt quasi über dem Grillrost und es wird einfach jetzt nur mit der heißen Luft gearbeitet. So, machen wir das Fleisch mal vorsichtig drehen. Schaut mal hier. Was für eine schön gelbe Farbe das durch das Kurkuma gekriegt hat. Wunderschön. So. Schaut euch das an. Sehen die nicht absolut fantastisch aus? Guckt mal, wie herrlich braun die sind. Einer ist gerade, sehe ich gerade, ist runtergefallen, aber das ist jetzt kein Drama. Aber dafür sehen die anderen drei wie aus dem Ei gepellt aus. Absolut fantastisch. Ich denke, die können jetzt runter vom Grill. Wir waren jetzt eine gute Viertelstunde drauf. Mega sehen die aus. Richtig gut. Wie gesagt, der eine ist leider so ein bisschen verunfallt. Aber auch der ist natürlich durch. Nehmen wir den einen Spieß gerade weg. Garen den gerade noch fertig. Eine Minute noch. Dann kann das Ganze vom Grill runter. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr das auf so einem Minimax macht, zieht die Spieße hinten auf den Rand und dann könnt ihr nämlich den Deckel zumachen. Das soll uns reichen. Habemus Köfte. Wahnsinn schauen die aus. Nehmen wir jetzt runter. Fallen auch nicht runter, wie ihr seht. Die sind schön auf dem Spieß drauf. Großartig. Ist das nicht ein Bild für die Götter? Wir ziehen mal jetzt gerade eben noch die Spieße raus. So, schaut sie euch an. Goldgelb leuchten sie. Wundervolle Köfte, die stellen wir gerade mal beiseite. Jetzt habe ich hier ein Stück Fladenbrot, das habe ich mir aufgeschnitten. Hier haben wir die Sumak-Zwiebeln, da haben wir unser türkisches Tzatziki und hier haben wir die eine Köfte, die so ein klein wenig verunglückt ist. Das macht aber nichts, weil schmecken tut sie trotzdem. Und ich nehme mir jetzt hier dieses Fladenbrot, ich habe das schon aufgeklappt, nehme mir einen großzügigen Löffel von dem türkischen Tzatziki und bestreiche damit die Ober- und Unterseiten von dem Fladenbrot. Dann nehme ich mir ein Messer, schneide die Köfte einmal durch und ihr könnt sehen, die ist auf jeden Fall gegart. Schneiden die jetzt in etwas größere Stücke, also so, belegen damit das Fladenbrot.
Obendrauf kommt dann eine schöne Ladung von den Sumak-Zwiebeln. Die geben dem Ganzen nochmal so einen richtig frischen Kick. Zusammen mit dem Zitronensaft und eben dem Sumak-Gewürz. Das ist richtig, richtig gut. Und ich meine, was soll's, obendrauf gibt es da nochmal einen schönen Klecks von diesem türkischen Tzatziki. Und damit ist es fertig, mein kleines, aber feines Köfte-Sandwich. Kommen wir dann mal zum angenehmen Teil. Hier ist also mein kleines Köfte-Sandwich zusammen mit dem türkischen Tzatziki und den Sumak-Zwiebeln. Und jetzt wird das Ganze natürlich probiert. Oh, da ist eine Menge los im Mund. Die Sumak-Zwiebeln, leichte Säure. Dann haben wir das Fleisch, was so fantastisch gewürzt mit dem Kreuzkümmel, der Petersilie vor allem, die schmeckt ganz klar raus. Und dann dieses frische Tzatziki dazu. Und natürlich das Ganze in einer ordentlichen Knoblauchnote, aber super saftig, super lecker. Und ich muss hier nochmal gerade... Und das Fleisch, auch überhaupt nicht trocken oder sonst irgendwas, weil man sagt ja, Lamm wird halt schnell mal trocken, zusammen mit Rindfleisch, was ja auch schon relativ wenig Fett hat. Aber Leute, absolut fantastische Geschichte. Absolut empfehlenswert. Solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Ich weiß, es sind ein paar Zutaten, aber wenn ihr die einmal im Haus habt, dann läuft's. Ja? Auch dieses türkische Tzatziki, ein absoluter Leckerbissen. Und ja, Köfte selber machen ist absolut nicht schwierig. Also, wie es funktioniert, habt ihr gesehen. Sollten euch noch mehr solche Rezepte interessieren, Metin Kalis, der Kumpel, von dem dieses Rezept ist, hat ein Buch geschrieben. Ich verlinke euch das gerne in der Infobox. Türkisch Grillen heißt es. Also viele geniale Rezepte aus der türkischen Küche zum Thema Grillen. Schaut euch das gerne mal an, gönnt euch das Buch und unterstützt Metin. Der Junge kann das wirklich gebrauchen, beziehungsweise würde mich sehr freuen. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein, hier unten habt ihr die Möglichkeit, das gerne auf kostenfreie Ehrengrillerbasis zu ändern. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr bei Instagram seid, folgt Barbecue aus Rheinhessen auch sehr gerne bei Instagram. Dann habt ihr nämlich schon ein Foto von diesem Leckerbissen hier gesehen. Da gibt es immer kleine Fotos vom Dreh, kurze Videos. Wir sind einfach ein bisschen näher dran, weil es einfach interaktiver ist. Schaut da gerne mal vorbei. Das war's für dieses Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Es lohnt sich wirklich. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.